Platten sind fast wie ein Fetisch. Die Zuhörer kommen nach dem Konzert und man weiß, jetzt muss man die Platte signieren. Manchmal stelle ich mir die Frage nach der Langzeitwirkung einer Platte, weil ich nur wenige von meinen wirklich mag. Aber wenn jemandem schon ein Detail Freude macht, hat es sich gelohnt. Ich befinde mich hier in der Eingangshalle des Konzerthauses in Oslo. Letzte Station einer Tournee, die am 8. Januar in Toulouse begonnen hat. Es folgte Leipzig, danach andere Städte in Deutschland. Mehr als 2,5 bis 3 Wochen bleibe ich nicht in Europa. Abgesehen von den 2 großen Tourneen pro Jahr, die länger dauern müssen. Normalerweise richte ich es so ein, dass ich schnell wieder nach Hause komme. Ich lebe nicht gerne lange aus dem Koffer. Als Dirigent hat man manchmal mit Stücken zu tun, bei denen der Solist auf langen Strecken den Ton angibt. Aber es gibt auch Stellen, an denen ich die Führung übernehme. In Proben, im Gespräch, beim Musizieren finden wir schließlich zu einer gemeinsamen Auffassung für das Konzert. Thank you.
ich wirklich sagen, dass Thomas Sausgaard ein ausgezeichneter Dirigent ist. Er ist offen, geht ganz klassisch und dabei intensiv an die Arbeit, hat Respekt vor der Partitur und vor anderen Vorstellungen. Ich mache bei diesem Stück vieles Unerwartete und das mit einem gewissen Impetus, der vielleicht nicht ungewöhnlich ist, aber doch ungewohnt für jemanden, der das Stück mit vielen verschiedenen Solisten gespielt hat. Seine Offenheit hat mir gefallen. Wenn ich hier leiser werde, haben Sie eine Chance. Haben Sie noch Fragen zum ersten Satz? Eine Stelle. Das war in Ordnung. Das ist zu langsam, wenn wir das gleiche Tempo nehmen. Ich würde lieber hier schneller sein wollen. Hier gebe ich ein bisschen und Sie da, im Gegensatz zum letzten Mal. Ich musiziere sehr gerne mit Helene Grimaud. Am meisten gefällt mir, dass sie nach einem Ideal strebt und trotzdem spontan ist. Wir schöpfen also aus dem Augenblick. Aber es gibt Grundregeln, auf die wir uns während der Proben verständigen. So gelingen uns spannende Aufführungen, zu denen sie durch ihr charaktervolles Spiel beiträgt. Das gefällt mir sehr. Als ich gestern hier ankam, stand für die Probe ein Klavier auf der Bühne. Ich konnte es nicht vorher ausprobieren, sondern fing gleich mit dem Konzert an. Ich wusste sofort, dies ist kein Klavier, mit dem ich glücklich werden kann. Es reagierte nicht schnell genug und klang dumpf. Das kommt häufig vor und ist nicht überraschend. Es gibt Klaviere, die im mittleren Register einfach dumpfer klingen. Ich fragte nach einer Alternative und bekam zur Antwort, da ist noch dieses ältere Instrument, das normalerweise im Orchester eingesetzt wird. Man hat mir freundlicherweise ermöglicht, dieses Instrument heute Morgen auszuprobieren. Das ist wieder so ein Fall von unbewusster Anziehungskraft. Man kommt in eine Stadt und hört, jemand habe das Instrument furchtbar gehasst und sich schrecklich beschwert. Und man selbst ist ganz überrascht, dass man überhaupt keine Schwierigkeiten damit hat.